Hallo und herzlich willkommen zum, ich weiß gar nicht, zum wievielten Grand Prix im Motorsport Manager. Das ist der 2, 4, 6, 8, 10. Zum 12. Grand Prix in Vancouver, ja, Kanada. Und meine hier Finanzchefin, Ingenieurin, hat hier mal gemeint, ich soll endlich einen Windkanal bauen. Wir haben noch ein paar Sponsorenangebote, aber das reicht halt einfach nicht. Ja, was soll ich machen? Wir werden diesen hier annehmen, mal 8 Rennen, 8x8 sind 6,4 Millionen, falls wir das jedes Mal erreichen. Das wäre gut, aber das kriegt man natürlich nicht hin. Also ich muss auch realistisch sein, aber wir sind jetzt wieder im Plus. Unsere Marktfähigkeit lag bei 62% und mein Bein juckt. So, was ich auch definitiv, doch habe ich ja doch gemacht hier. Ich habe ein bisschen gescoutet. Ich muss mal gerade überlegen. Wenn ich hier scouten kann. Ich habe nämlich, ich muss ja zugeben, ich habe ja ohne euch schon gespielt. Und da habe ich recht gute Fahrer getroffen. Das hier ist auch gut. Aber ich will auch nicht zu junge haben. Ja? Magnus Kranz. Leider kann man hier das nicht noch ein bisschen feiner einstellen mit der Suche. Finde ich ein bisschen schade. Aber der hat bestimmt keinen Bock hier. Weil das Team sagt ja, oder die Fahrer sagen ja. Ach so, Vidal. Was sagt denn Vidal? Kein Interesse. Aktuell. Ja, vielleicht hat er zum späteren Zeitpunkt Lust. Reise nach Vancouver. Was wollen die jetzt schon wieder? Wir sind gerade an der Spitze. Ja, lass die doch an der Spitze sein. Da fahren wir sowieso nicht mit rum. Wir nehmen Ultrasoft nicht so viele. Weil die Ultrasoft halten sowieso nicht so lange. Und deshalb braucht man die auch gar nicht so oft. So, Vancouver Grand Prix. Ja genau, Bonusbedingungen müssen realistisch sein, stand da unten gerade. Das ist es eben. Weil wenn ich da für den ersten Platz irgendwas kriege, bringt mir das nun nichts. Das ist Training, gell? Ja. Fahren wir trotzdem auf dem Ultrasoften schnell mal eine Runde. Damit wir den Reifen kennenlernen fürs Qualifying. Fahrwerk ein bisschen härter. So. Lassen wir es jetzt mal. Abtrieb. Ja. Gut, weiter. Der fährt auch einen schnellen Sprint auf dem. Nee, es ist eigentlich doch Qualifying. Eigentlich ist es egal, welchen Stint er fährt. Wie lange hebt denn der Reifen? Nicht so lange. Genau.
die Bedingungen sind halt jetzt gerade am besten. Solange es nicht regnet, ich weiß nicht, wie der Rest aufs Feld vom Training. Aber es ist halt wichtig, seine Reifen kennenzulernen fürs richtige Qualifying. Camden, egal. Sir Camden, egal. Sir Camden und Vidal. Ja, Vidal schafft im letzten Sektor nicht die Bestzeit. Gut. Unser Ziel haben wir fast erreicht. Da kommen jetzt beide auch rein. Ne, die fahren durch, also kriegt man noch die Qualis, den 2 kriegt man noch. Was heißt denn hier die ganze Zeit vibriert? Blockiert. Von allen. Verstehe ich nicht so ganz, was jetzt heißt hier Bremsen blockiert. Also entweder sie haben Aquaplaning oder was? Hat schon wieder aufzuregen? Oh, da habe ich ja aber einen Griff ins Klo gemacht mal wieder. Ich mich erstmal mit dem anderen. Der ist einfacher. Vermutlich. Wahrscheinlich höhere Höchstgeschwindigkeit und mehr Härte im Fahrwerk. So. Ich werde es mal so probieren. Renndrim, 4 Runden. Nehmen wir den Intermediate. Ja. So, jetzt Sorgenkind. Ich vermute, er will weniger Abtrieb. Und dann möchte er das hier und weniger, mehr Topspeed. Oder weniger. Ich glaube mehr. Probieren wir einfach. Müssen wir probieren. Anders kriegst du das nicht raus. Also brauchst zumindest eine Referenzrunde, dass du siehst, in welche Richtung der Pegel ausschlägt. Und dann kannst du dich entscheiden, was jetzt richtig und was falsch ist. Dann ist nur eine kurze Regenpause und dann regnet es weiter. Und den her passen die Intermediates jetzt. Und die Ultraweichen haben wir jetzt Stufe 1 halt. Okay, also Abtrieb. Machen wir überhaupt nicht. Dann holen wir ihn auch gleich wieder rein. Vital auch. Können wir noch mal gucken. Ja, da hat es bloß noch nicht beim Topspeed hin.
Wahrscheinlich habe ich zu viel hochgedreht. Deshalb drehen wir wieder runter. Hast du da sonst noch was? Nein. Gut, dann darfst du mit demselben Satz nochmal rausfahren. Und jetzt sehen wir, in welche Richtung das ausschlägt. Okay, also Abtrieb ist okay, also will noch weniger. So. Das Fahrverhalten ist besser geworden. Jetzt passt. Wie ihr im letzten Rennen gesehen habt von mir, könnt ihr einfach mal in die Playlist gucken. Kann man auch noch im Qualifying, wenn man weiß, was man verändern möchte, die Setup verändern und damit sogar die 99% noch hinkriegen von den Einstellungen. Oder 98 hatte ich, glaube ich, bei Hamilton. Also lasst euch davon nicht abhalten. So. Renntrim Level 3 hätte ich gern. Intermediate-Reifen kriegen wir auch auf jeden Fall hin. Müssen durchfahren lassen. Verdammt. So, jetzt machen wir noch Qualifying, egal mit welchem Satz. Es bewegt sich in die richtige Richtung. Also müssen wir noch ein bisschen in die Richtung links. Richtung links. Mit der Geschwindigkeitsbalance. Links, nicht nach rechts. Hält. Jetzt sind wir aber wahrscheinlich. Ne, das müsste passen. Also Qualifying drin, drei Runden. Strecke wird besser, aber ist immer noch nass. Nimm einfach nochmal den Intermediate. So, ich hoffe mal, dass ich Hamilton noch mal rausschicken kann. Oh Gott, was ist denn da los? Was ist denn heute mit Hamilton los? Also Abtrieb doch hoch. Noch mehr Abtrieb. Machen wir halt. Wenn der das will, dann kriegt er halt die volle Dosis, dann steht er halt. Achso.
und er hätte gern mehr Abtrieb, mehr so. Also wenn der jetzt nicht zufrieden ist mit dem Setup, dann zerreiße ich ihn in der Luft. Also habe ich ja noch nie gehabt, dass ich so Setup vergeigt habe. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Und vor allem, wir haben da immer das Qualifying gefahren, ja? Wir haben mit 16 Minuten und nichts gemacht. Na also, war ja auch schwierig genug. Bin ein bisschen erkältet, ja, und deshalb kratzt mein Hals immer ein bisschen. Ja, im Qualifier, im Training war man gut, aber was das jetzt im Qualifying heißt, das will ich nicht wissen. Okay, okay, wir haben eine Chance, wir haben eine Chance. Qualifying Trim, ultraweiche Reifen. So, langsam abnutzen brauchen wir nicht. Qualifying Trim. Hier. Hier, so muss es sein, 99%. So, jetzt gucke ich hier nochmal, ob ich da noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Wir müssen noch mehr nach links. Ich das wirklich machen. Das Fahrwerk so hart einstellen. Ich probiere es. Okay. Qualifying Session beginnt. Raus mit dir. Und er auch gleich. Weil es fängt wieder das Regnen an. Ich hoffe mal, dass wir kriegen ein paar. Checken wir mal, welcher. Der ist mit dem Ultrasoft auch draußen. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch reicht für eine gescheite Zeit. Könnte aber reichen, könnte wirklich reichen. Wenn die jetzt alle schon mit dem Ultrasoft so langsam sind. Mit dem Temperatursturz haben wir auch von 3 Grad. Nein. Die Intermediates sind schneller wie die Ultrasoft. Das ist böse. Das ist sehr böse. So, was machen wir jetzt? Bleiben wir drin oder fahren wir nochmal raus? Ich meine, ich...
98%. Uiuiui. Ich meine, ich kann es ja noch mal probieren. Das ist ja kein Problem. Guck mal, was bei Hamilton passiert. Wenn der noch eine Bestzeit schafft, der schafft eine Verbesserung. Okay, dann schickt man den hier auch raus. Natürlich, dass ich hier möglichst nicht perfekt reinkomme. Aber das ist eben auch nicht immer so einfach. Jetzt haben wir halt fast kein Wasser mehr auf der Straße. Ja, jetzt ist der Intermediate-Satz eigentlich völlig falsch schon wieder. Das ärgert mich. Aber Vidal ist eigentlich trotzdem noch gut dabei. Kommt vor auf den 7. Na also, startet jetzt vom 9. War doch noch richtig, dass wir mal rausgeschickt haben. Auch wenn es am Anfang so aussah, als würde er viel langsamer fahren. Spannend, spannend. Manchmal macht es mich kaputt hier. Ja. Liponen ist natürlich erster. Ja, toll, schön für ihn. Ja, wir fahren trotzdem unser eigenes Rennen. Ja, danke, wir haben gute Arbeit geleistet. Das ist wohl wahr. Der Parkplatz ist leer, die Zuschauer sind trotzdem da, die Tribünen sind auch leer. Ja. So, was machen wir? Rentner und Krankenpfleger. Oh, alle sind pink gehalten. Das freut mich. Reifenwahl. 29 Runden. Wir gehen dieses Mal einfach auf Nummer sicher und machen mal eine 1-Stop-Strategie, wenn es klappt. Ja, gelb-gelb. Strategie. Können wir aggressiv machen. Motor-Modi machen wir am Anfang. Überholen. Dass ich eben nicht zu viel Zeit verliere am Anfang. Die fahren natürlich auf den weicheren Mischungen. Oh, was ein Gewusel da im Mittelfeld. Ich hoffe halt, dass ich durch die Ein-Stop-Strategie was gewinne. Ob es klappt, weiß ich nicht. Weil die hier vorne werden auch alle das gleiche machen. So,
der hier hält noch 13 Runden. Dann sind wir bei 26. Bring lieber jetzt noch ein bisschen mehr Dampf. Der hält noch 11, sind wir bei 15. Das haut nicht hin. Ich will jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Wir machen Boxenstopp vielleicht eher. Die Strecke ist wieder falsch rum. Das gefällt mir doch nicht. Das habe ich euch schon mal gesagt. Das ist komisch, du beim Qualifying startet die Map so rum und dann wieder andersrum. Ach, ist doch Hanebüchen. So, ich bin mal gespannt, was die vorderen Leute machen. Die können wahrscheinlich nach einem Soft-Rot auf den Soft-Gelb wechseln. Aber ob die nach dem Ultra-Soft auf einen Gelb wechseln können, das bezweifle ich eigentlich ein bisschen. Das bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das klappt. Und wie viele Runden haben wir? 7 haben wir. 16. Müssen wir noch 13 fahren. Alles im grünen Bereich. 7 haben wir. 7 können wir noch. Also 14. 30. Passt auch. Nee, da muss. Ich müsste Vidal ein bisschen langsamer machen. Ja, machen wir im nächsten Satz langsam. Ja, langsam können wir immer noch machen. Wir müssen erstmal gucken, dass er weit genug vorkommt. Aber Vidal ist langsam. Der hält. Ups. Der hält Hamilton auf. Habe ich zumindest gedacht. So, wir fahren jetzt erstmal an ein paar Boxenstops vorbei. Das ist gut. Die wechseln. Der wechselt auf Soft. Auf einen roten Soft. Der muss doch dann auf jeden Fall nochmal reinkommen. Da holt sich dann wahrscheinlich nochmal einen Soft. Vidal müssen wir mal ein bisschen einbremsen. Damit er die Runden schafft. Ich bezweifle es gerade. 15 hätte er noch. 14 hätte er noch. Ja. Er muss ein bisschen Reifen sparen. Das tut jetzt zwar weh, aber. Muss sei. Muss sei. Ich guck gerade gar nicht mehr aufs Wetter. Das sollte ich im Auge behalten. Vidal hält sich eigentlich gut im Mittelfeld. Der von mir geht in die Box, dann muss ich auch in die Box. Thank you.
So, was macht unser Hamilton? Dann lassen wir noch eine Runde draußen. Wieder ein Fehler am Reifen. Nee, das gibt's nicht. Irgendwann feuer ich die Lampe. Ja, so wie er es möchte. Ich sollte die einfach rausschmeißen. So, warte mal, was sagt der unser Reifenmanagement? 13 Runden. Ein bisschen zu lang, müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Vorne müssen noch einige in die Box. Aber ich glaube, das wird trotzdem nichts. Das ist sehr schade. Aber so weiterfahren, sonst schaffst du das Ende nicht. Ja, drei, vier Leutchen müssen noch an die Box. Dann müssen wir da noch ein bisschen Zeit rausfahren. Ich hoffe mal, der Plan geht auf. Sonst wäre es ein bisschen ein doofes Wochenende. Wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre, rein benzintechnisch, könnte ich eventuell Zeit rausfahren auf die, die noch stoppen müssen. Das sind auf jeden Fall der Schmidt und der de Graaf wahrscheinlich und der Chapman. Und wenn das klappen würde, wäre gut. So, einen haben wir. Graf ist wahrscheinlich zu weit weg schon. Und wer jetzt halt auf roten Reifen ist bei Sonnenschein, kann sein, dass der gleich nochmal ein bisschen zulegt an Speed.
Wenn du nicht weiter vorkommen willst, Hamilton, dann fahr halt langsamer. Dann geht noch mal in die Box. Wir haben es wirklich geschafft, noch mal ein paar zu überholen. Jetzt in die heiße Phase, wenn der Surikov noch mal wechselt. Aber vorne sind noch ein paar, die könnten sein, dass die Angst kriegen und dann die kriegen vielleicht Angst, dass sie durchgereicht werden und gehen dann noch mal wechseln. Vielleicht. Ich habe allerdings ein anderes Problem. Ich werde nämlich jetzt gleich durchgereicht. 5 Sekunden kriege ich nicht mehr hin. Doch, es reicht, es reicht. Was ist jetzt los? Noch eine Runde. Nein, ich halte mich an den Runden. Nee. Rennen beendet. Doch noch eine Runde. Dachte schon, ich verliere jetzt völlig chaotisch mit 14 und 18% hier an Reifen zurückzukommen. Ja, wir haben das Beste aus dem Qualifying gemacht. Ne, haben wir nicht. Vidal war, glaube ich, auf dem 9. Platz gestartet. Das ist nicht so erfolgreich gewesen. Das erkennen wir mit 4 Plätze nach vorne. Danke, dass wir das coolste Team sind, aber damit gewinnen wir keine Kohle und auch keine Punkte. So, wir schauen jetzt mal, was diese Saison, dieses Rennen gelaufen ist. Verdienen einfach nicht viel Geld. Das ist ein bisschen schade. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rennen wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.